Willkommen bei der Lately Show mit mir, Florian Strelitz. Kommen wir zu unserem Thema heute Abend und schauen auf die Gelbwesten. Oder wie Sarah Wagenknecht es sagen würde, los, Revolution, macht kaputt, was euch kaputt macht. Oder besser, macht das lieber nicht kaputt, das hat mal Geld gekostet und ich kaufe das ganz bestimmt nicht neu. Aber ansonsten, viva la Wattebällchen-Revolution. Die Gelbwesten sind eine Bewegung aus Frankreich. Dort heißen sie Mouvement des Gilets Jaunes und im Gegensatz zur Sammlungsbewegung von Sarah Wagenknecht sind sie eine richtige, echte Bewegung. Zumindest in Frankreich. Allerdings darf man im Juli die Gelbwesten auch in Frankreich nicht mit dem Spitzenreiter der Tour de France verwechseln. Da ist zwar auch was Gelbes, aber das ist das gelbe Trikot, das Maillot Jaune und keine Gelbweste. Zumindest bisher. Die Gelbwesten in Frankreich sind eine Bewegung, wie wir sie in Europa so noch nicht erlebt haben. Denn es gibt bei ihr nicht die eine Person, die die Gelbwesten erfunden hat und nun deren Sprecher ist, sondern Gelbweste kann jeder sein. Also jeder, der sich über Facebook organisieren und über Amazon eine Gelbweste kaufen kann. Und genau diese Gelbwesten sind nun für Emmanuel Macron in Frankreich ein richtiges Problem geworden. Zwar gibt es mittlerweile prominente Gelbwestenvertreter wie Eric Drouet und natürlich Ingrid Levavasseur, aber trotzdem sind die Gelbwestenschwärme für die französische Regierung nicht richtig greifbar und haben dazu geführt, dass sich die Regierung nun ihren Forderungen beugen musste. Zuvor am Morgen. Die Anspannung steht ihm ins Gesicht geschrieben. Der Druck der letzten Tage lastet schwer. Spitzentreffen mit Ministern, Gewerkschaftern, Arbeitgebern. Sie alle haben sehr unterschiedliche Erwartungen. Macron lässt nicht erkennen, was er am Abend ankündigen wird, nämlich vor allem 100 Euro mehr Mindestlohn, eine Prämie für Arbeitnehmer noch im Dezember, Entlastung der Renten. Und er versichert den Franzosen, Mon seul souci. Meine einzige Sorge gilt Ihnen. Mein ganzer Einsatz gilt Ihnen. Es geht vor allem um eines, es geht um Frankreich. Das Besondere an den Gelbwesten ist, dass es jeder sein kann. Genau wie die Probleme, die sie ansprechen. Kann jeder, der sich eine Weste für 2 Euro kaufen kann, auf die Straße gehen und mit ihnen demonstrieren. Und gerade weil sie nicht wie eine klassische Bewegung organisiert sind, sondern eher wie ein Schwarm, können sie dadurch auch überall in Frankreich gleichzeitig sein. Aber genau das ist ihre Schattenseite. Denn immer mehr Menschen laufen in Gelbwesten herum und beschimpfen andere Menschen antisemitisch. Frankreich steht auf. Place de la République heute Abend. Tausende sind gekommen. Die Sozialisten haben zu dieser Demonstration aufgerufen und alle Parteien, bis auf die nicht geladenen Rechtsextremen, sind dabei. Samstagnachmittag. Der 69-jährige Jude und Philosoph Alain Finkielkraut wird von Gelbwesten attackiert. Hau ab, trägt Zionist, und Frankreich gehört uns, rufen sie. Eine Minderheit in Frankreich, aber eine Aufgabe für die Politik und eigentlich für alle. Das jedenfalls ist die Haltung heute Abend auf der Place de la République. Und gerade weil sie eben ein Schwarm sind, dienen Gelbwesten in Frankreich eben auch Linken und Rechten als Vehikel für deren Schwachsinn. Aber trotzdem stellt sich natürlich die Frage, wenn die Franzosen wegen einer Benzinerhöhung auf die Straße gehen und riesige Protestwellen damit auslösen und sogar den Staat zu Eingeständnissen drängen, warum eigentlich nicht auch in Deutschland? Benzin wird auch immer teurer, da könnten wir doch auch auf die Straße gehen. Und waren wir mal nicht echt gute Demonstrierende? Ob in den 70ern gegen die Aufrüstung, macht Petting statt Pershing. Oder in den 80ern gegen die Atomendlager in Gorleben, macht Petting statt Atommüll. Und nicht zu vergessen, wie wir es geschafft haben, friedlich per Demos den Unrechtsstaat DDR loszuwerden. Macht Petting statt Stasi. Aber heute? Naja, Pegida und Legida. Aber ansonsten? Es gibt doch einiges, wofür wir demonstrieren könnten. Und wenn wir schon nicht Bock haben, uns was auszudenken, wofür oder wogegen wir demonstrieren wollen, vielleicht kopieren wir einfach das, was die Gelbwesten in Frankreich machen. Und auch wofür die Gelbwesten in Frankreich demonstrieren. Macht Petting statt Benzinerhöhung. Wenn es nur jemand geben könnte, der keine Bedenken hätte, etwas, was woanders läuft, einfach zu kopieren. Auch wenn man das gar nicht kopieren kann, aber wenn wir nur so jemand hätten. Und so geht es bei vielen Themen, ob Steuerpolitik, ob Rente, ob Löhne. Immer wird Politik für wohlhabende Klientels, für große Unternehmen gemacht. Dagegen muss es auch in Deutschland mehr Widerstand geben. Wir brauchen auch hier viele Menschen, die bereit sind, auf die Straße zu gehen. Das will Aufstehen erreichen. Und das machen wir im nächsten Jahr.
Lasst uns gemeinsam Druck machen. Danke an unsere neue Außenreporterin Sarah Wagenknecht, direkt vom Kanzleramt. Und danke an dich, Sarah, die sich einsetzt gegen böse, böse Klientels. Hey, das mache ich auch immer so. Ich kämpfe immer gegen Dinge, deren Plural nicht so gebildet wird. Also gegen die bösen, bösen Dieselaffärerinnen und die Miethusen da draußen. Und für mehr Plurale bilden mit einem S anstatt mit einem EN am Ende. Ich kann mir richtig gut vorstellen, wie Sarah Wagenknecht am Tag zuvor in ihrem Ohrsessel am Kamin saß, wo der letzte Baum vom Hambacher Forst gerade leise knisterte, in der einen Hand einen guten Brandy hielt und der anderen auch für iPhone XR gebannt starrte, um den Google-Alarm zu erwarten. Revolution beginnt! Deutsche gehen wegen linken Themen auf die Straße. Wo ist Sarah? Und als ich nach Stunden immer noch nichts tat, wie in den letzten 28 Jahren, dachte sich Sarah Wagenknecht, tja, na gut, wenn der scheiß Pöbel nicht aufstehen will, dann starte ich eben selber die Revolution und drehe einmal ein fesches Video in einer Gelbweste. Oskar, fahr schon mal den Jaguar vor. Vielleicht hätte das in Frankreich gereicht für eine 10.000 Menschen Demo. Nur bei uns eben nicht. Bei uns sieht das dann manchmal eher doch anders aus. Da kaum zu einer Gelbwesten-Demo von Sarah Wagenknechts Sammlungsbewegung aufstehen, die Massen, wie in Mainz halt, in Form von 3 Personen. Und vermutlich waren das 2, die ihren Uber-Fahrer überredet haben, gleich mitzukommen und gegen seine schlechte Bezahlung zu demonstrieren. Aber es geht auch besser, mehr oder weniger, wie hier in Berlin. Nur halt nicht als reine Gelbwesten, sondern als Buntwesten. Vermutlich konnte Amazon nicht rechtzeitig liefern. Mehrere hundert Menschen sind am Samstag mit gelben Westen bekleidet in einem Demonstrationszug durch das sonnige Berlin und schließlich durch das Brandenburger Tor gezogen. Die sogenannte Sammelbewegung Aufstehen hatte zu einem bundesweiten Protest gegen die sozialen Zustände im Land und zu Solidarität für die Gelbwesten in Frankreich aufgerufen. Nur warum zündet so etwas wie die Gelbwesten oder Buntwesten nicht wirklich bei uns? Gibt es denn nicht genügend Themen, um auf die Straße gehen zu können? Ja, die gibt es. Aber wir sind immer noch Deutsche. Wenn bei uns jetzt wirklich 50.000 Hartz-IV-Bezieher auf die Straße gehen würden, in Gelbwesten und für mehr Geld oder einfach nur dafür demonstrieren würden, nicht mehr als Hartz-IV-Verlierer abgestempelt zu werden, wir alle würden sagen, ja, bin ich bei euch, super, muss ich dafür jetzt auch raus? Ist das nicht euer Problem? Also wenn ich jetzt die 6. Staffel von Friends auf Netflix gucke, dann bin ich im Geiste bei euch. Oder andere würden sagen, schau sie an, die Hartz-IVer. Ne? Nicht arbeiten gehen wollen, aber demonstrieren können sie. Und Geld für Gelbwesten haben sie auch noch. Aber das sind eben wir. Wenn es uns nicht selber betrifft, Pech gehabt. Und dann einfach eine Gelbwestenbewegung aus Frankreich per Copy und Paste nach Deutschland zu holen, nur weil die eigene Sammlungsbewegung nicht aus dem Knick kommt, ist peinlich. Warum kommt Aufstehen nicht aus dem Knick? Zum einen, weil das nur eine Sarah Wagenknecht-Show ist und zum anderen, weil sie schon vorher eine Copycat war vom österreichischen Original Aufstehen mit der Hoffnung, einen Erfolg wie Emmanuel Macrons En Marche mitzunehmen. So auch jetzt mit den Gelbwesten bzw. Buntwesten. Die französischen Gelbwesten hatten keine einzelne Person vorne, die sagt, was sie will und dass die anderen das auf der Straße gefälligst umsetzen sollen. Sondern das waren Menschen, die Angst haben, noch ärmer zu werden. Und das war nicht eine Person, die vom Kanzleramt mal 1 Minute 15 stand und gut frisiert ein Video macht, in dem sie ihre Bienchen anhält, für ihre Ziele auf die Straße zu gehen. Oder wie sie es nennen würde, nämlich für ihre eigenen persönlichen Klientel. Ansonsten brauchen wir doch nur darauf zu warten, dass irgendwo auf der Welt die Vuvuzela, nein, nicht Uwe Seela, die Vuvuzela bei Demos erfolgreich eingesetzt wird und dann spätestens nächstes Weihnachten Sarah Wagenknecht vom Kanzleramt steht und die Vuvuzela spielt. Nur verstößt das Spielen einer Vuvuzela außerhalb eines Fußballstadions dann gegen die Genfer Konvention. Das war's für uns für heute, aber keine Sorge, wir sehen uns wieder am Freitag mit den Lately News. Bis dahin eine gute Nacht und viel Glück da draußen.